Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mal etwas, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, zumindest als Video nicht. Und zwar mache ich so eine kleine, ja, Survival-Tour. In der Mitte. In der ganzen Welt. Beziehungsweise Survival wird es nicht richtig. Es wird mehr ein Orientierungsmarsch. Ja, Rucksack habe ich schon gepackt. Gleich kommt noch Sören und Melli. Melli setzt uns dann irgendwo im Nirgendwo aus und wir müssen den Weg zurückfinden. So, und am besten, weil wir im Dunkeln starten, hole ich mir gleich schon mal die Taschenlampe raus. Euer Taxi ist da! Sören, bist du bereit? Ich bin absolut bereit. Ich freue mich. Ich hab wirklich Bock. Schön, dass ich mal wieder sowas mache. Richtig zu leiden. Nächtlicher, betont liegt auf nächtlicher. Okay, mein Marsch. So, Augenbinde. Augenbinde. Also, wir sind jetzt im Auto. Musik anmachen. Genau, wir hören jetzt während der Fahrt Musik und über die Augen kriegen wir halt eine Augenbinde, damit wir wirklich überhaupt keinen Plan haben. Ja. Deswegen. Ist das Werbung, wenn ich sage, dass ich Christina Aguilera mit Dirty höre? Ja, das ist schon in Ordnung. Ne? 39 in Richtung Braunschweig, die Ausfahrt bei Deckenstedt. Von ca. 21 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt. Wir sind da. Können wir abnehmen? Ja. Ah! Abenteuer beginnen. Wir sind jetzt hier wirklich irgendwo im Nirgendwo und haben überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ihr seht jetzt auch nicht so viel. Ich beschreibe euch das einmal. Rechterseits ist ein Wald, linkerseits ist Feld und wir stehen hier an der Straße. Genau, Straße ist tabu. Ne? Wir haben uns ein paar Spielregeln überlegt. Die Situation ist folgende, dass wir in einem Umkreis von 30 Kilometern ungefähr ausgesetzt sind. Ja, also in einem Radius von 30 Kilometern. Ja, und unsere Aufgabe ist halt, bis morgen Abend wieder zurückzufinden und zurück zu sein. Dabei dürfen wir keine Wege benutzen und nicht durch Ortschaften gehen. Und auch wenn wir Schilder sehen oder so aus der Entfernung, müssen wir die meiden. Ne? Das heißt, Wege, wir dürfen parallel zu Wegen gehen, aber im Grunde nur querfeldein. Ja, habe ich noch was vergessen? Nee, das waren unsere Regeln, ne? Aber wir zu Wegen auch nicht so richtig, ne? Ja. Eigentlich dürfen wir Straßen nur kreuzen. Genau, wir dürfen Straßen nur kreuzen. Ich wollte sagen, wir dürfen Straßen kreuzen. Ich bin übrigens das Licht. Und jetzt ist das Licht weg. Muss mich schon angucken. Oh Mann. So, wir kreuzen Straßen und danach müssen wir außer Sichtweite, würde ich sagen, oder? Auf dem Weg hierher ist mir noch eingefallen, Autobahnen werden spannend. Ich wüsste nicht, wie man über eine Autobahn kommt, ohne dass man eine Straße oder eine Brücke oder einen Tunnel benutzt. Ja, müssen wir einen Tunnel benutzen. Oder nachts rüberlaufen, illegal. Ja, das könnte man auch machen. Okay. Wir werden berichten. Ja, werden wir mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie starten. So, also, wir werden die ganze Geschichte auch tracken mit meiner Uhr. Die verrät uns nicht, welche Position wir haben. Aber später können wir das uns halt auf der Karte angucken. Das wird bestimmt mega interessant sein. Also, los geht's. Meine Uhr hat nur einen Kompass. Aber meine Uhr sagt, dass schönes Wetter kommt. Das ist gut. Pascal-mäßig sieht das gut aus. Sehr schön. Los geht's. Jo. Erstmal in den Wald, weg von der Straße. Gehst du vor oder soll ich vor, oder? Ist mir egal. Geh du ruhig vor. Aua! Ah! Okay. Das ist Dornbusch. Scheiße. Okay, drei Minuten schon verletzt. Das sind Dornen. Nice. Schöne Modder hier. So ein paar Hinweise haben wir jetzt schon. Wir haben Nadelwälder, ein paar Straßen halt aus der Distanz gesehen, ein Fluss bzw. ein Moorgebiet. Also wir versuchen jetzt erstmal den höchsten Punkt in der Umgebung zu finden. Wir nennen da
Buch. Vielleicht finden wir auch einen Baum, wo wir hoch können. Und dann versuchen wir uns mal ein bisschen zu orientieren. Okay, wenn ich hinfalle, ist egal. Ja, ist deine Kamera. Ja. Hier können wir rüber. Okay, Marius sucht jetzt einen Weg hier und hat was gefunden. Er meint, hier kommen wir irgendwie durch. Ich warte mal, ich habe ja eben schon den Dorn gefasst. Ja, nee, hier kommen wir durch, aber hier ist halt auch wieder ein Feld. Aber das ist ja gut, wir wollen ja rüber. Ja, und wir kommen auch höher einfach. Und dahinter rechts, oder was? So, also wir haben gerade zwei oder mehrere blinkende Objekte gesehen. Und das wird ja entweder ein Sendemast sein oder eine, wie nennt man das denn noch, ein Windrad oder mehrere Windräder. Und ich mache jetzt eine Skizze, zeichne unsere Position ein und nehme die Marschzahlen in der Hoffnung, dass uns das dann morgen oder später bei der Orientierung hilft. Weiter in die Ferne können wir nicht schauen, aber es sieht nach Feld aus und die Lichter sind ungefähr hier. Ich mache jetzt einfach mal so einen Blinkkollegen. So, jetzt werde ich einmal peilen, die Richtung und die Marschzahl bestimmen, dass wir und die dann dort notieren. 290, 298 Grad. Und jetzt willst du da hingehen und das messen, wie lang das war, oder? Nee, einfach nur eine Skizze. Und das wird ja irgendwas sein, was auf einer Karte verzeichnet wäre. Ne? Und deswegen haben wir jetzt schon mal die 298 Grad. So. Und anhand dessen, wenn wir jetzt einen Sendemast haben oder eine Windmühle, dann könnten wir auf der Karte von der Windmühle zurückpeilen. Und wenn wir dann irgendwas auf der Karte finden, was meiner Skizze entspricht, dann wüssten wir ja, wo wir sind. Dann haben wir so ein Dingskreuz, ne? Wie heißt das? Ja, dann haben wir... Linienkreuz. Linienkreuz? Ja, fast eine Kreuzpeilung, falls Kreuzpeilung, du das meinst. Das machen wir. Also für eine Kreuzpeilung bräuchten wir dann im Grunde noch eine zweite Peilung. Ne? Aber wir haben ja schon mal zumindest einfach einen Anhaltspunkt. Ja, wenn du zurückpeilst, ja, dann können wir zur Not ja eine Straße und sowas noch nehmen. Genau. Okay, wir könnten dann... Also laufen da jetzt weiter, diesen schönen Weg lang. Riecht aber schon mal. Also, wir haben übrigens immer noch keinen Plan, wo wir sind. Aber wir haben Essen. Ja. Es ist auch keine Survival-Tour, sondern eine Orientierungstour heute. Ja, genau. Yummy. Das ist ein Klops, das ist ja witzig. Oh. Diese schöne Dose habe ich mir gekauft, als die Corona-Krise im März losging. Davon habe ich noch 10 Stück. Ich habe noch keine gegessen. Ich weiß nicht. Es ist Rind. Rind im eigenen Saft. Ja, geil. Marius, darf ich dir ein Stück Rind im eigenen Saft anbieten? Gerne doch. Noch einer? Was ist denn? Alter, warum haben wir hier gezeltet? In der Natur, Sören. Aber so viel schwarze Käfer. Eins, zwei, da hinten einer. Ja. Dann wohnen die hier wohl. Wohnen die denn hier? Ne? Ja, wir haben es geschafft, uns jetzt endlich einen Biwakplatz zu suchen. Und ja, wir sitzen auch schon in unserem Biwak, wie ihr seht. Und ich glaube, wir sind 5 Kilometer heute jetzt noch gelaufen, aber haben überhaupt keinen Plan, ob wir richtig gelaufen sind und wohin. Und es ist ziemlich feucht und es ist ziemlich feucht. Und wir machen uns jetzt was zu essen. Ja, und dann geht's ab ins Bett. Lecker, lecker. Das ist auch Reis. Das ist auch lecker, lecker. Mhm. Auch lecker, lecker. Sehr schön. Das ist ziemlich lustig, weil man sieht so richtig schön deinen Kopf. Also dein... Ja, einfach so eine runde Birne. Ja. Tja. Wir liegen jetzt in der Kugel und es tröpfelt zwar noch ein bisschen, aber so wirklich regnen tut es nicht. Und eigentlich alles ganz entspannt.
Aber morgen wird ja auch erst der actionreiche Tag, ne? Ja, gute Nacht. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben jetzt gute 6 Stunden geschlafen, plus minus. Gestern noch ordentlich was zu Abend gegessen. Mittlerweile ist es auch trocken, es regnet nicht mehr. Heute Nacht hat es doch eine gute Zeit lang noch geregnet. Und ja, wir werden uns jetzt demnächst anziehen und gehen jetzt schon mal auch so ein bisschen in die Orientierung wieder. Wir haben eine deutlich bessere Sicht als gestern. Wir haben auch ein paar Landmarken hier direkt hinter uns. Ist zum Beispiel eine Hochspannungsleitung. Eigentlich wäre Sören gerne Kameramann vom Beruf her. So, wir wollen euch jetzt noch mal kurz zeigen, was wir eigentlich dabei haben. Eins vorweg, zumindest ich habe nicht darauf geachtet, dass ich möglichst ein leichtes, durchdachtes Gepäck habe, sondern ich habe irgendwie alles mitgenommen, wo ich gedacht habe, das könnte man brauchen bei so einer Durchschlagegeschichte. Ja, als Rucksack habe ich den Atlas 2, Berghaus Atlas 2. Dann habe ich auf der Seite einmal eine große Kartentasche. Da ist eine Übersichtskarte im Maßstab 1 zu 50.000 drin. Hier habe ich eine kleine Kartentasche. Da sind Karten im Maßstab 1 zu 25.000 drin und ein bisschen Navigationsbesteck. Hier oben im Deckelfach habe ich Messer, Multitool, Mütze, Handschuhe, einen Windbreaker. Ein Beil. Dann haben wir einmal eine Trinkflasche mit Trinkschlauch, Neoprenschuhe für eine Gewässerdurchquerung, Überquerung. Dann habe ich einmal einen wasserdichten Packsack mit Kameraausrüstung, eine Hängematte. Hier drin sind Paracord und Heringe und noch eine Handkettensäge. Ein großes Erste-Hilfe-Set, Klettergurt mit 2 Prosig-Schlingen zum Aufsteigen am Seil, ein Abseilachter und ein Karabiner, ein Kletterseil, Wechselklamotten und halt noch ein bisschen was Wärmeres. Drohne, nicht zur Orientierung, sondern für die Videos. Nässeschutz, Kacktasche und nochmal eine zweite Flasche Wasser und Nahrung. Da habe ich im Grunde ein paar Fertiggerichte und hauptsächlich eigentlich Riegel. Auch wichtig, ein Kopfkissen. Nein, das ist nicht wichtig. Kopflampe. 2 Paar Schmuddelsocken. Meine nassen Socken von gestern. Und mein Schlafsack. Das ist der gute Schlafsack von der niederländischen Armee. Wesentlich besser als der deutsche. Eine Isomatte. Und für Marius noch eine Isomatte. Und noch eine zweite Isomatte. Einmal halt wirklich als Schutz, ne, für die Thermarest. Und ich finde, Schlaf ist schon wichtig, ne? Leistungserhalt. Oh, gar nicht aufgenommen. Doch. Nochmal alles zurück. So Leute, ich bin mal hier zu Gast bei Marius heute. Ich zeige euch auch mal meinen Rucksack. Ich habe witzigerweise den gleichen, den Marius auch hat. Unabhängig davon, dass ich wusste, dass Marius denselben hat, habe ich ihn irgendwann mal bekommen. Hier unten drin ist ein großer Mammutschlafsack. Ist 10 Grad oder so. Also wir haben heute beide geschwitzt heute Nacht. Das war eigentlich viel zu warm. In den Seiten habe ich, ich habe hier diese Daypacks dran. Die kann man noch abmachen und dann zu so einem Daypack zusammenknüpfen. Ich habe jetzt einfach zur Organisation hier ein bisschen Wasser und was zu essen. Auf der anderen Seite habe ich nur noch was zu essen. Da ist eigentlich der Kocher drin. Dann hat er ja hier oben nur noch diese beiden Deckelfächer. Da habe ich in dem Innenfach immer so Portemonnaie, Ersatzbatterien und so ein Kram, was nicht so richtig nass werden soll, was man auch nicht so oft braucht. Also draußen habe ich immer so Handschuhe, Mütze, noch einen Riegel und so einen kleinen Krempel. Eine tolle Regenhose,
die wir nachher noch brauchen, weil durch das ganze hohe Gras ist das echt richtig nass hier. Dann eine schöne lange geschnittene Regenjacke, so ein Regenparker. Eine LED-Lenser für die Fernsicht gestern Abend, auch super. Die hat was gebracht, die Kopflampen kommen da einfach noch nicht gegen an. Ah, hier, die Wunderwaffe gegen Kälte. Eine ultraleichte Windjacke vom Mountainbiken. Ein Multifunktions-Ortliebsack, ganz wichtig, mit Ventil. Dadurch kann man den so richtig komprimieren, zumachen. Und dann hat man echt trocken verpackte Ersatzklamotten. War heute Nacht auch mein Kopfkissen, einfach eine Decke rein oder eine Jacke rein. Fertig. Nesselschutzhülle für den Rucksack ist tatsächlich bei den 120 Kilo Rucksäcken gar nicht so leicht zu finden. Das ist die größte, die es gab im Bundeswehr-Shop und das war auch die letzte, die er hatte. Ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Multitool drin, ein bisschen Verbandszeug, Zeckenscheiß und so ein Kram. Und hier hinten mit zwei Wanderkarabinern am Rucksack festgemacht. Die sind ein bisschen übertrieben für die Tasche, aber falls man mal... Kletterkarabiner. Eine Werkzeugtasche mit Notfallkrempel, Ersatzbatterien, Feuermachtkram, Feuerstahl, Edding ist da drin, Feuersachen, ein Fernrohr, ein Autoschlüssel und Kopfhörer und hier habe ich immer so nochmal Arbeitshandschuhe drin und ein bisschen Schnur für den Lagerbau. Das ist immer so meine Arbeitslagertasche. Arbeitslagertasche, das hätte ich auch nicht so. Rangierkocher, hat Marius sicherlich auch noch ein paar Sachen von zu Hause. Wir haben diesmal gesagt, ich nehme den mit. Mit einer Spiritusfüllung reicht jetzt auch für 2 Tage für 2 Leute. Kriegen wir 2-mal warmes Essen mit. Eine kleine Mammutstirnlampe, leider ohne Rotlicht. Die Rotlichtlampe habe ich in der Trave versenkt, da muss noch mal eine neue her. Nachts ist das wirklich super. Marius hatte immer das Rotlicht an und ich bin halt ohne Licht gelaufen, weil es echt hell war. Von meinem netten Arbeitskollegen letzte Woche gekriegt, der Naturbursche, wild und frei, eine Emailletasse. Eigentlich benutze ich die fast nur zum Zähneputzen. Titanbesteck, dazu kann man eigentlich mal sagen, Titanbesteck, ich habe noch nie das Messer gebraucht. Also das Messer werde ich mal aussondern, weil... Messer von Gerber, so ein Arbeitsding in so einer Hartschale, ist super. Robuste Arbeitshandschuhe oder Klettern oder was auch immer. Ein Wasserfilter, weil ich nur 1,5 Liter Wasser mit hatte. Muss man nachher mal gucken, wo man damit was kriegt, aber im Prinzip mit der Tasse was aus dem Fluss holen und dann damit trinken oder in eine Flasche zurückspucken und dann Wasseraufbereitungstabletten rein. Klingt eklig, aber ist okay. Mein Multifunktions-Zigeunerdeckchen, einfach so für sowas hier. Zum Draufsetzen, Druntersetzen, Feuer machen, abwaschen, trocknen machen. Und eine Meru Luftschlafmatte. Kälteschutz. Achso, und dann noch das Tarp. Ein Helikon Multitan. Multicam haben wir gesagt. Multicam. Ne? Multicam. Ja. So, wir werden uns jetzt orientieren. Wir haben tatsächlich relativ viele Anhaltspunkte. Wie gesagt, einmal hier vorne haben wir eine Stromtrasse. Dort haben wir ein Windrad. Und in der Richtung haben wir auch 3 Windräder. Ja, ansonsten ist hier im Grunde nur Feld um uns herum. Aber wie gesagt, wir vermuten ja auch die Autobahn in der Richtung. Das heißt, wir haben schon einige Anhaltspunkte. Und jetzt müssen wir im Grunde die Karten durchgehen. Hier ist eine Stromtrasse. Und dann hatten wir auch noch welche. Hier, ist das eine Stromtrasse? Nee, das ist ein Knick. Dann sind hier diese 3 Häuser, wo wir hinten über den Knick gelaufen sind. Dann sind wir von den Häusern aus hoch über die Bundesstraße. Pass auf, da müssten hier Windräder sein. Da sind Windräder, das hat man gepeilt. Ja. Und da sind auch welche. Das, wir müssen die Karte mal einordnen. Jetzt müsste sie mit der Realität übereinstimmen. Das heißt, wir haben... Da sind die Windräder, ne? Ja, gut, die haben wir nicht drauf. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir sagen... Aber wir wissen noch nicht, wo wir stehen. Ja, die Trasse, aber... Ja. Da sind doch welche noch. Genau. Das sind doch 3. 1, 2 und da ist das dritte. 3. Guck mal, wenn ich jetzt das dritte so nehme... Hundertprozentig. Ich bin mir sicher. Ich laufe schon mal los. Pass mal auf. Wir machen das jetzt mal vernünftig und ordentlich. Mit Kreuzpeilung. Ja. Das ist gut, das kann Marius, da bin ich raus. Ich habe Intuition und Bauchgefühl. Marius macht eine Kreuzpeilung, um zu wissen, ob wir genau zwischen den Windrädern stehen. Genau. Also wir haben tatsächlich eine starke Vermutung. Wir haben unseren Weg von gestern nochmal rekonstruiert und das müsste jetzt ganz gut hinkommen. Was ich jetzt machen werde, ist die Orientierungspunkte, die wir haben, die nehme ich und mache eine Kreuzpeilung. Das heißt, ich messe halt die Marschzahl
und übertrage sie dann anhand der Objekte, die wir sehen, auf die Karte. Und das mache ich halt mit so vielen Anhaltspunkten, wie wir haben. Und da, wo sie sich überschneiden, da müsste dann unser Standpunkt sein. Und das, ja gut, das ist jetzt natürlich ein Annahme. Hier, guck mal, das sind ja, ich glaube, das sind wirklich Gewässer. Und ich glaube, das sind die Häuser. Und ich würde die jetzt einfach mal anpeilen. Marius versucht jetzt die Häuser da hinten. Ich stelle das mal scharf. Da stehen zwei Häuser. Einmal da und da. Versucht er jetzt mal anzupeilen. Also hier war der Wald, wo wir rausgelassen worden sind. Den haben wir vorhin ein bisschen identifiziert anhand der Gegebenheiten. Dann sind wir an dieser Ortschaft vorbei, an diesem Rehhorst. Und sind jetzt, Marius hat hier ein paar Kreuzpeilungen gemacht, dieses Gebäude und die Windmühlen. Wobei die Windmühlen mal schwierig ist, weil man nicht weiß, welche von diesen vier man sieht. Genau, die sind halt auch hinterm Knick. Genau, aber es hat eigentlich ergeben und anhand der Optik hier von diesem Feld da hinten, dass wir wirklich hier an dieser Ecke sitzen. Und von da aus, wenn Sie jetzt mal Rehhorst merken und auf der großen Karte guckt, ist Rehhorst hier. Das heißt, wir sitzen irgendwo hier auf diesem Gelände und müssen nach Segeberg. Mal Richtung Nordwesten. Komischerweise hatten wir nur eine einzige Detailkarte vom Rehhorst. Ansonsten haben wir keine Detailkarten mehr, wir haben nur noch diese Übersichtskarte. Marius will nicht zugeben, dass er geschummelt hat, aber ich glaube, Melli hat uns lieberweise die richtige Karte mit eingepackt. Sie dachte, die Idioten denken, sie sind auf einer ganz anderen Ecke. Ja komm ey, ich habe 30 Karten da. Es ist ja schon in Ordnung, wenn man denn mal Glück hat. Aber wir haben keine Anschlusskarte zu Rehhorst. Wir haben Rehhorst und dann ganz lange nichts mehr. Ja doch, die eine. Eine haben wir ja. Also es ist so, dass wir genau den Weg, den wir jetzt gehen müssen, den halt mit Karten haben. Oh, mein Riegel. So, die Uhr noch anmachen, ne? Ja, 9 Uhr. Ja, zum Glück nicht so rutschig hier. Nee, ne? Nee, schlimm wäre, wenn der Boden rutschig wäre. Ja, okay, das ging ja ganz gut. Kurze Mittagspause. Oder meinst du keine? Wie spät haben wir es denn? Haben wir schon Mittag? Ja, Viertel vor elf. Viertel vor elf, okay. Marius und Sören branchen im Wald. Frühes Mittag. Heute ist der Feiertag auch. Im Feiertag muss man mal branchen. Ja, wir haben bis jetzt 4 Kilometer geschafft. Und jetzt geht es erstmal was zu essen, ne? Erstmal ein bisschen. Ah, jetzt gibt es erstmal was zu lachen, weil Sören das hier nicht wieder rauskriegt. Erstmal ein bisschen das Nachlegen. Mach doch in der Mitte. Ich bin der ganze Wald. Wo es tropft schon raus. Okay, ich filme. Ja, super witzig. Bei diesen Steinen handelt es sich um einen sogenannten trigonomischen Punkt.
Das ist ein Vermessungspunkt, der auch in Karten eingezeichnet ist. In einer Karte wird er durch ein Dreieck mit einem Punkt symbolisiert. So ein Punkt ist natürlich auch ein klasse Orientierungsmerkmal. Wenn man den in der Natur findet oder wenn man ihn auf der Karte hat, kann man ihn direkt anlaufen. So, wir wollen ja heute auch mal ein bisschen was ausprobieren. Wir haben hier Experiment. Zwei. Kann man auch an einer Liniane sein. Eine schleswig-holsteinische Urwaldliniane aus Efeu. Hoch, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ja, wir haben schon festgestellt, das Ding ist ein bisschen wie Klettverschluss. Die Frage ist halt, was macht der Klettverschluss, wenn er sich oben löst, während Marius da dran hängt? Oh, okay, ich glaube, das reicht. Marius ist jetzt ungefähr 3 Meter hoch, aber... Ja, okay, Efeu bricht schnell. Hast du dir wehgetan? Nö. Ist das jetzt abgebrochen? Ja, also halb tot. Nicht. Okay, vielleicht war das auch nicht mehr so. Zeig mal das Schnittende da. Sieht nicht mehr so richtig fresh aus. Na, guck mal, hier hat er schon irgendwie gegammelt. Aber grundsätzlich ist das schon gut, weil diese Haare da drauf, weiß nicht, ob man das sehen kann, halt mal still. Diese Härchen da drauf, die haben sich halt hier mit der... Diese Härchen haben sich hier an die Rinde gesetzt. Man sieht ja hier auch ganz klar den Abdruck von dem Teil. Da ist es jetzt abgebrochen, das Stück, aber es war wahrscheinlich schon tot, aber man sieht echt, wie das da am Baum hochgewachsen ist. Dass der Krieg hier ist, heißt, dass das Wort geschützt ist. Das heißt, egal ob der Name vom Krieg ausgekommen ist. Ja, das ist... Was haben wir denn gemacht? Wir sind da hingelaufen, dann sind wir da übers Feld. Ja, jetzt stehen wir hier auf dem Feld. Hier ist dieser Cheers. GTA Los Angeles. So, das sieht doch gut aus. Das ist die Marschrichtung. Also echt einer der schlimmsten Sachen, was echt mega anstrengend ist, ist bei diesem Querfeldeingehe bzw. Wege vermeiden, dass du die ganze Zeit auf wirklich unbefestigten, oftmals matschigen Untergrund läufst. Das raubt einen schon ganz schön Energie. Ja, weil ständig ist man ja irgendwie an Ausgleichen, rutscht weg oder der Fuß saugt sich fest. Schön. Aber ist auch mal eine neue Erfahrung. Dieses Gewässer müssen wir eigentlich nicht zwangsläufig überqueren. Aber zu Trainingszwecken wollen wir es gerne ausprobieren. Dafür machen wir ein wasserdichtes Gepäckpaket. Sören macht das mit seinem Helikon-Tarp und ich mache das mit meinem Regenponcho. Und als Schutz mache ich noch meine Hängematte drumherum. Sehr elegant ist bei Sören auf jeden Fall seine Schwimmhilfe in Form des Ortlieb-Packsacks, auf den er sich einfach raufsetzt. Ja, leider war mein Paket nicht so richtig wasserdicht, wie man sieht. Der Rucksack ist nass geworden, aber er ist nicht voll gelaufen. Er ist deutlich nass, aber die Ausrüstung im Rucksack ist noch trocken.
Besser sieht es bei Sören aus. Da ist fast gar kein Wasser eingedrungen. Der ist lediglich von außen ein bisschen feucht. Tja, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Autos wiedergefunden. Ein Traum. Und beide sind noch da. Beide sind noch da. Ja, 17 Kilometer sind wir heute, gestern 5. Oh, war eine spannende Geschichte, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mit Orientieren und so und auch die Erfahrung, wie das ist, wenn man keine Wege benutzt. Das ist schon hart, ne? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nicht immer einfach. Nicht immer einfach, ja. Und ja, wir werden jetzt noch was essen gehen und dann bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Leute, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.